Ja, also mein Name ist Buddy Elias. Eigentlich heiße ich nicht Buddy, sondern ich heiße Bernhard. Und die Anne hat das ein bisschen abgekürzt und nannte mich den Bernd. Aber als ich geboren wurde, da gab mir mein Bruder den Namen Buddy. Und das ist an mir hängen geblieben. Seither bin ich also der Buddy Elias. Ja, also ich bin auch in Frankfurt geboren natürlich. Wir haben als kleine Kinder die Margot, die Anne und ich und mein Bruder Stefan. Wir hatten noch eine sehr glückliche kleine Kindheit hier. Die Anne war allerdings noch ein kleines Baby, als ich hier noch in Frankfurt war. Aber wir haben trotzdem schon zusammen gespielt. Und ich hatte dann eben das lebensrettende Glück, dass mein Vater die Vertretung einer deutschen Firma in der Schweiz bekam. Bevor Hitler an die Macht kam, so konnten wir regulär Deutschland verlassen. Und die Franks sind da eben noch hier geblieben. Ja, also Schweizer zu werden, war in dieser Zeit für jüdische Menschen sehr schwer, wenn sie nicht genug Geld hatten. Also das war in der Nazi-Zeit war das sehr schwer. Mein Vater hat es einige Male versucht, umsonst. Er wurde jedes Mal abgewiesen, nicht genug integriert. Dabei war mein Vater schon ziemlich lange da. Und es war natürlich, die Schweiz hat sich an Deutschland angelehnt. Es war schwierig. Solange Holland noch frei war, konnten die Franks immer noch zu uns in die Schweiz kommen, in den Ferien. Wir haben noch wunderbar zusammen gespielt, die Anne und Margot und ich, zum Teil in Basel noch, zum Teil im Engadin, in Sils Maria. Aber im Moment, wo die deutsche Armee Holland überfallen hat, gingen die Grenzen zu und die Franks konnten nicht mehr kommen. Aber die Anne war ja schon immer eine Schreiberin, nicht nur im Hinterhaus. Sie hat uns fast jede Woche einen Brief geschrieben, erzählt, was sie so macht in der Schule und in der Freizeit. Und in dem Moment, wo also die deutsche Armee in Holland war, haben wir nur noch brieflich miteinander verkehrt. Aber wirklich öfters. Briefwechsel. Mhm. Ja, natürlich, das war der Geburtstagsbrief zu meinem 17. Geburtstag. Das war ganz kurz, bevor die Familie Frank ins Versteck ging, hat sie mir noch, wann war das, ein, zwei Monate vorher, ihren Geburtstagsbrief geschrieben zu meinem 17. Geburtstag. Und das war eigentlich das letzte Lebenszeichen, das ich von Anne bekommen habe.